Alarm für Dr. Tobias Jüttner. Notarzt auf Helikopter Christoph 30 in Wolfenbüttel. Es geht nach Papstdorf in Sachsen-Anhalt, 40 Kilometer entfernt. Ein Rentner hat Schmerzen in der Brust. Bei dem Herzinfarkt muss es auf jeden Fall schnell gehen, wenn da ein Herzinfarkt dahinter steckt. Es kann immer zu einer Reanimationssituation kommen. Und das ist immer öfter ein Fall für den Hubschrauber. Hier unter uns jetzt, ja, genau da aufs Feld. Die Papstdorfer kennen das schon. Das ist auch schon das dritte Mal einmal hier. Im Dorf gibt es überhaupt keine Ärzte. Ein Krankenwagen mit Sanitätern ist zwar schon da, doch ohne Notarzt. Der mit EKG macht, er hatte Symptome auch schon mal am 14. Mal, glaube ich, das letzte. Die Sanitäter schreiben ein EKG, bereiten eine Infusion vor. Tobias Jüttner übernimmt. Druckbar 140 zu 75, Sättigung 97, Puls 73. Jawohl. Gucke ich mir das EKG gleich an. Sie sagen nochmal, tut es im Moment weh? Weh nicht mehr. Da tut es aber jetzt im Moment weh, hinter der Brust. War schon schlimmer. Wann, wohin oder? Heute Morgen, Mittag rum. Was war da? Ja, da war das Rasen so schwindelig, bin ich. Im Kopf ist was und die Basis nicht. Wir legen Ihnen eine Nadel, nehmen ein bisschen Blut ab, kriegen eine Infusion, ein paar Medikamente. Untersuche ich Sie noch und dann überlegen wir uns, wo es hingeht. Wir nehmen Sie auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Ja? Okay, los geht's. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Nochmal tief Luft holen. Soll ich die nach hinten durchreichen? Okay, gut, das reicht mir schon. Keine Lebensgefahr. Das hätte auch ein Hausarzt feststellen können. Doch weil es den hier nicht gibt, wählte die Pflegeleitung den Notruf. Sicherlich fahren wir dann erstmal runter und sagen, oh, jetzt sind wir nicht allein. Alles gut. Jo. Woher die Schmerzen kommen, soll im Krankenhaus geklärt werden. Da ist irgendwas unter seinem Kopf, was... Im Moment ist alles stabil, den Transport im Hubschrauber, das wird gut gehen. Da habe ich keine Bedenken. Im EKG ist jetzt kein akuter Infarkt zu sehen, das heißt nicht, dass da keiner ist. Insofern muss das im Krankenhaus jetzt untersucht werden. Das heißt, die Blutwerte müssen gecheckt werden, nochmal ein EKG geschrieben werden, der Verlauf sich angeguckt werden. 2.900 Euro kostet der Flug mit Transport. Moment. So, es ist drin. Sie sind immer zu dritt an Bord. Pilot Frank Hetzer, Assistent Lars Schäfer und Notarzt Tobias Jüttner. Alles da, Material ist da, Patient ist da, ist alles schnell. Die Fahrt im Rettungswagen hätte nur etwa 1.000 Euro gekostet. Das Ziel? Krankenhaus Wolfenbüttel. Und wie geht's Ihnen nach dem Flug? Viel sehen konnten Sie nicht, ne? Als die Ärzte der Klinik übernehmen, ist der Patient schon fast wieder gesund. Beschwerden momentan noch? Naja, wenig. Aber ein bisschen ist noch da. Ja. Haben Sie Luftnot? Nein. Übelkeit? Nein. Kaltschweiß? Ja. Kaltschweiß schon ein bisschen. Ja. In Ordnung. Und haben Sie in den letzten Wochen auch immer wieder Beschwerden gehabt? Ja, die habe ich dann immer auch nie was gesagt. Naja, weg ist es nicht, aber besser ist es ja. Ja, sind Sie erleichtert, dass es doch kein zumindest akuter Infarkt da war? Ja, ja. Ist jetzt Ihr Part beendet? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt fertig hier, machen den Hubschrauber wieder einsatzbereit und ziehen uns hier aus dem Einsatzgeschehen zurück. Der Kollege hat übernommen und macht jetzt die weitere Versorgung des Patienten. Es bleibt dabei. Kein Herzinfarkt, sondern Armschmerzen. Hier in der Leitstelle in Halberstadt war der Anruf aus dem Seniorenheim aufgelaufen. Die Zahl der Notrufe steigt. Die Einsätze von Rettungshubschrauber Christoph 30 nehmen deutlich zu. Die Gründe? Landärztemangel, auch Fachärztemangel. So haben wir den Eindruck zumindest. Und dann kommt es eben zu diesen Notsituationen, dass dann auch öfter halt der Hubschrauber gerufen wird. Ja, obwohl eben, wie gesagt, die Kollegen hier eine Abfrage durchführen und versuchen, das einzugrenzen.
und damit eben irgendwelche Fehleinsätze auszuschließen. Aber insgesamt gesehen ist doch ein Anstieg zu verzeichnen. Und zwar um 25% innerhalb der vergangenen 3 Jahre. Doch die Zahl der Notärzte ist gleich geblieben. Auch deshalb muss immer öfter der Hubschrauber kommen. Wir haben also gerade im Bereich des Hü, Papstdorf, dort hinten die Ecke, dass wir also dort mit dem NEF, mit dem Notarzt nicht so gut zur Verfügung stehen. Von daher greifen wir sehr oft auf diesen Hubschrauber zurück, weil die Fahrzeiten entweder aus Halberstadt oder Wernigerode halt doch sehr lang sind und die Fahrstrecke auch sehr lang ist. Das ist so ein kleines Problem dort hinten in diesem Bereich. Wir fahren noch einmal nach Papstdorf. In der 600-Einwohner-Gemeinde gibt es keinen Laden mehr, keine Gaststätte, keine Arztpraxis. Der 82-jährige Karl Dennecke wurde ohne Befund wieder aus der Klinik entlassen. Notarztbesuch und Helikopterflug sitzen ihm noch in den Knochen. Ja, früher war das besser. Da war die Ärztin, hatte hier auch eine Station. Einziges Geschäft im Ort, die Apotheke gegenüber vom Seniorenheim. Für deren Bewohner die erste Adresse in Gesundheitsfragen. Die kommen dann zu uns und fragen, ob wir sie beraten können, weil da ein Zipperlein ist und da ein Zipperlein ist. Und dann macht man natürlich das, was wir machen können. Und wenn sie nichts machen können, kommt der Notarzt. Immer häufiger auch aus der Luft. In Wolfenbüttel beginnt die Crew morgens um 6.45 Uhr den nächsten Einsatztag. Dr. Tobias Jüttner und Lars Schäfer, Notfallsanitäter mit Hubschrauberzusatzausbildung, beim letzten Check. So, also hier ist auch voll. Das Besondere ja im Rettungsdienst ist, egal ob Hubschrauber oder im bodengebundenen Notarztdienst, dass man nicht weiß, was über den Tag so genau passiert. Und das macht natürlich so ein bisschen auch den Reiz aus, dass man sich schnell entscheiden muss, wo die Reise lang geht. Und das ist natürlich was anderes. Frank Hetzer ist schon seit 26 Jahren beim ADAC. Pilot aus Leidenschaft. Früher war er bei der Bundeswehr. Wir würden diesen Check bei einer Alarmierung jetzt sofort unterbrechen und später dann nachholen. Wenn es jetzt piepen würde, wären wir innerhalb von 2 Minuten in der Luft. Der Hangar von Christoph 30 befindet sich direkt neben dem Klinikum Wolfenbüttel. Zwischen 1 und 10 Einsätze fliegt die Crew jeden Tag. Heute kommt der erste Notruf aus Kremlingen, 15 Kilometer entfernt. In der Stadt können sie nicht landen. Die Polizei wird Notarzt und Sanitäter zum Einsatzort fahren. Wissen Sie, was Sie jetzt erwartet? Nein, gar nicht. Ist völlig offen. Da müssen wir uns jetzt wirklich überraschen lassen und schnell gucken, was los ist. Spulen Sie in Ihrem Kopf da jetzt schon so ein Programm ab, oder? Nein, weil wir gar nicht wissen, was ist. Eine 88-jährige Frau soll bewusstlos sein, hat ihr Mann gemeldet. Das heißt also, dass dann im Grunde genommen nur der Arzt gefordert ist. Wir transportieren dann die Besatzung vom Hubschrauberlandeplatz bis zum Einsatzort dann. Und für uns ist dann eigentlich der Einsatz erledigt. Hast du einen Namen? Ein Rettungswagen ist schon da. Als die Hubschrauberbesatzung eintrifft, geht es der Frau bereits besser. Sie läuft schon wieder. Rein vorsorglich soll sie ins Krankenhaus. Kein Fall für Notarzt Tobias Jüttner. Ich mache jetzt hier Protokoll und dann machen wir wieder den Abflug. Genau. Ja, habe ich schon gehört. Alles klar. Tschüss. Ja, wie stellt sich der Fall dar? Nicht so dramatisch, wie es am Anfang möglich gewesen wäre. Die Patientin ist kreislaufstabil, hat seit mehreren Tagen wenig gegessen und getrunken. Insofern wird da eine leichte Flüssigkeitsmangel vorliegen. Vermutlich einfach nur zu wenig getrunken. Rettungswagen und Hubschraubercrew rücken wieder ab. Auch bei diesem Alarm gab es keine Alternative zum Hubschrauber, weil kein anderer Arzt in der Nähe war. Um Leben und Tod geht es längst nicht bei jedem Einsatz von Tobias Jüttner. Ja, alles klar. Da sind Bagatellfälle dabei, weil es vorher nicht absehbar ist. Andererseits ist die Bagatelle ja auch für den, der anruft, nicht immer eine Bagatelle. Und so wie es vielleicht früher anekdotisch berichtet wird in den 60ern, wo man nur auf der Autobahn war, das ist einfach nicht die Realität.
Eine Ursache? Der Ärztemangel auf dem Land. Im Südosten Niedersachsens, in der Gemeinde Schöppenstedt, besuchen wir eine der wenigen Arztpraxen. Ein Internist hatte hier 35 Jahre lang Patienten behandelt. Doch jetzt macht Dr. Ulrich Sievers zu. Das war dann hier so EKG-Raum und hier hat man früher mal sogar noch geröntgt. Lange hatte er nach einem jungen Arzt gesucht. Vergebens. Waren Sie da so ein bisschen geschockt, als Sie keinen Nachfolger gefunden haben? Ja, ich hatte ja Zeit genug, mich darauf einzustellen. Also mir war klar, seit 2 Jahren etwa, dass ich keinen Nachfolger finde. Was haben Sie gedacht darüber? Ja, schade ist, ja. Auch abends und an Wochenenden war der 70-Jährige stets für seine Patienten da. Ja gut, ich bin eigentlich so ein aussterbendes Modell, nicht? Dass ich das hier so alleine so lange gemacht habe. Nicht? Und ja, junge Kollegen denken da anders. Ne? Gibt das dann auch um Nachtdienste, Wochenenddienste und solche Geschichten? Das ist ein abschreckendes Beispiel. Wenn man hier, früher mussten wir einen Wochenenddienst machen, so alle 4, 5 Wochen. Wieder ein Arzt weniger in Schöppenstedt. Das hat Folgen. Patienten gehen dann schneller ins Krankenhaus als Notfall. Nicht? Und ja, die Notärzte werden auch häufiger gerufen. Das höre ich auch so. Ja. Das ist die Folge davon. Und immer mehr Leute rufen schon bei Kleinigkeiten den Notarzt. Christoph 30 ist schon wieder in der Luft. Hier, Parkplatz hier hinten, da kommst du doch direkt raus, wenn ich das so sehe. Aber von dem kleinen Garten kommt man doch auch weg, oder? Ja, da ist aber vorne eine Tür, da weiß ich nicht, ob die auf... Natürlich, wir gehen in den kleinen Garten. Pilot Frank Hetzer sucht nach einem Landeplatz, mitten in Braunschweig. Laut Notruf besteht Verdacht auf einen Herzinfarkt. Rettungssanitäter Lars Schäfer und Notarzt Tobias Jüttner suchen die Adresse. Hier in eine Wohnung zu einem Patienten, wissen wir jetzt noch nicht, ob ein Mann oder eine Frau, mit Herzbeschwerden. Sanitäter vom Rettungswagen und sogar die Hausärztin aus der Nachbarschaft sind schon in der Wohnung. Sie übergibt ihre 74 Jahre alte Patientin nun an Notarzt Tobias Jüttner. Gegeben haben Sie jetzt das Heparin? Ja. Heparin habe ich gegeben. In den Zugang? Ja, in den Zugang, aber der sitzt, glaube ich, nicht. Kriegen Sie da was rein? Also, nee, da läuft nicht. Die Ärztin muss zurück in ihre Praxis. Die Sanitäter schließen die Patientin ans EKG-Gerät an und legen einen Zugang in die Vene, damit sie darüber im Notfall Medikamente spritzen können. Wie geht's Ihnen? Geht. Ja. Lebensgefahr besteht für Müsseyin Palakdemir nicht. Aber sicherheitshalber soll sie ins Krankenhaus gebracht werden. Nicht mit dem Hubschrauber, das wird sich jetzt nicht lohnen. Von der Fahrstrecke her und für die Patientin in der Situation wäre das auch sehr stressig, sodass wir die 5 bis 8 Minuten mit dem Auto dann fahren und mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Braunschweig. Lars Schäfer sortiert Material vom Rettungswagen und vom Hubschrauber auseinander. Also die müssen jetzt sehen, dass sie alles wieder mitnehmen hier. Ja, genau. Dass das Material auch so vollständig ist, dass wir, falls wir einen Folgeeinsatz kriegen, auch möglichst schnell wieder einsatzbereit wären. Der vermeintliche Herzinfarkt entpuppt sich als rein orthopädisches Problem. Mal wieder. Eigentlich hat Müsseyin Palakdemir schon seit 2 Tagen Schmerzen im Arm. Wie ist jetzt mit den Beschwerden? Heute? Ja, jetzt? Nee, jetzt nichts. Jetzt nichts mehr? Arm. Und ich messe noch mal den Blutdruck. Wird gleich warm, ja? Der Notarzt bleibt entspannt. Ob das jetzt ein Herzinfarkt ist oder nicht, ist auch jetzt für unsere Behandlung egal. Es ist möglich, es kann sein. Während der Rettungswagen mit Lars Schäfer und Tobias Jüttner zur Klinik fährt, fliegt Pilot Frank Hetzer parallel dieselbe Strecke, um Notarzt und Sanitäter hier am Klinikum Braunschweig wieder mitzunehmen. Wir machen noch drin eine Umlagerung mit und dann sind wir fertig und können wieder abrücken. Das geht jetzt schnell. Noch 5 Minütchen sind wir fertig. Hatten Sie heute Morgen ein bisschen Angst, als das losging? Ja.
Schmerzen oder? Ja, dolle Nacht. Nie nachschlafe. Ganze Nacht. In der Notaufnahme ist heute viel los. Mehrere Einsätze laufen parallel. Jeder verfügbare Notarzt ist im Einsatz. So, dann sind wir jetzt fertig. Sie melden sich gleich wieder einsetzbar oder wie? Wir melden uns jetzt gleich. Wir gehen hoch zum Hubschrauber, sind wieder einsetzbar. Die Kollegen aus dem RTW müssen noch aufräumen und melden sich dann auch wieder frei. Und wir sind jetzt fertig. Aber jetzt sieht man hier auch andere Sanitäter und Rettungsteams rumlaufen. Also das spricht ja für die These, dass die anderen auch alle im Einsatz waren, ne? Ja. Richtig, genau. Die waren unterwegs. Deshalb wurde auch Notarzt Tobias Jüttner aus der Luft dazugerufen. Auf dem Dach der Klinik ist Christoph 30 schon wieder startklar. Die Sonne scheint, es wird schon fast zu warm zum Arbeiten. Also da macht es Ihnen auch Spaß. Ja. Aber auch Sturm oder Schlechtwetter hat auch seinen Reiz. Also es ist eigentlich immer Spaß. Wie angstvoll darf man denn überhaupt sein als Pilot? Ja, Angst. Ich sag mal, Angst ist ja eine natürliche Abwehr eines Menschen. Also eine gewisse Angst in gewissen Situationen sollte dann schon einen davor bewahren, dass man irgendwelchen Blödsinn macht. Respekt ist vielleicht besser ausgedrückt als Angst. Also ängstlich sollte man nicht sein. Ich meine, ich habe zwar Höhenangst, das glaubt mir keiner. Im Hubschrauber ist das was anders. Aber hier vorne an die Dachkante gehen von dem Dachlandeplatz ist nicht mein Ding. Nach einer Stunde und 15 Minuten ist der Einsatz beendet. Es geht zurück zum Hangar in Wolfenbüttel. Hier verbringt die Crew viele Stunden in Bereitschaft. Das schweißt zusammen. Das Ampullarium ist im Zulauf. Das Ampullarium ist im Zulauf, genau. Da ist jetzt die Mail gekommen. Wir haben das alte, das steht zwischen, blaue. Ja, richtig, zwischen der Trage und dem Sitz. Aber auch beim Essen sind die drei jederzeit auf Abruf. Manchmal ist es aber auch so, dass es wirklich, denken wir, oh, heute Motorradwetter, da knallt es an allen Ecken und Enden und dann fahren sie alle sinnig und dann denken wir wieder, bei dem Wetter fährt eh keiner und dann passieren wieder Unfälle oder auch. Das ist ganz unterschiedlich. Man kann also nicht sagen, wenn es glatt ist draußen, dass viele Unfälle passieren oder die Leute krank werden. Was man manchmal merkt, da kann aber Dr. Jüttner sicherlich mehr darüber erzählen, das ist, wenn so eine Kaltfront durchgeht, dass die Herzerkrankungen zunehmen. Das sind also Leute, die dann empfindlicher reagieren anscheinend und dann so Herzinfarktanzeichen deutlich häufiger kommen. Liegt auch am demografischen Wandel, dass einfach viel mehr internistische Krankheitsbilder auftreten bei der älter werdenden Bevölkerung und Unfälle sind einfach seltener. Insofern ist es auch unser Tagesgeschäft. Stippvisite im Klinikum Braunschweig. Patientin Müsejen Palakdemir geht es auf der Station schon besser. Sie soll morgen entlassen werden. Nach all den Untersuchungen, die wir jetzt bisher gemacht haben, scheint es nicht so schlimm zu sein. Die Herzenzyme sind normal. Die 74-Jährige hatte nichts, war aber besorgt. Links Arm, dolle Schmerzen. Seit Sonntagabend. Der Landärztemangel hat immer größere Auswirkungen auf die Krankenhäuser in der Region. Wir spüren den dadurch, dass die Versorgung der Patienten vor Ort natürlich nicht mehr so gesichert ist. Die hausärztliche Versorgung wird immer mehr zentriert auf bestimmte kleine oder Praxisgruppen. Und der normale Landarzt, der zu Hause da unmittelbar die Patienten versorgt, der ist in der Zwischenzeit nicht mehr da. Auch hier in der Kleinstadt Kremlingen in Südniedersachsen waren lange nicht genug Ärzte da. Dr. Klaus-Peter Brucker war 15 Jahre lang Einzelkämpfer. Dann fand er eine Lösung. Er gründete 3 Filialen und stellte junge Ärzte als Angestellte ein. Er bemerkte, es ist einfacher, Angestellte als selbstständige Ärzte zu finden. Im Angestelltenverhältnis ist der Einstieg in so ein verantwortungsvolles Arbeitsgebiet natürlich sehr viel leichter zu machen. Ne? Man muss sich um die betriebswirtschaftlichen Fragen und verwaltungstechnischen Fragen nicht so kümmern. Das Personal ist da, man hat Kollegen. Für ihn ein Modell mit Zukunft. Mehrere Teilzeitärzte arbeiten jetzt auf einer Stelle. So, ich fahre jetzt, ja? Wunderbar.
zum Hausbesuch. Kam noch was? Ja. Dafür ist Klaus-Peter Brucker jetzt mehr unterwegs, besucht die anderen Standorte und macht wieder mehr Hausbesuche. Aber da die Zeit nicht mehr so drückt wie zu Zeiten, als ich alleine unterwegs war, geht das alles. Er fährt mit uns nach Schöppenstedt, 16 Kilometer entfernt von seiner ersten Praxis in Kremlingen. Hier hat er eine neue Filiale eröffnet. Und auch Dr. Ulrich Sievers mit eingebunden, der erst vor wenigen Wochen seine eigene Praxis im Ort aufgegeben hatte. Er hilft für einige Monate aus, als Angestellter. Das ist das Ärzteteam jetzt hier, oder? Ja. Ja. Mhm. Genau. Seit wann sind Sie jetzt hier in diesen Räumen? Seit 3 Tagen. Ja. Ganz neu. Ganz neu. Ja, ja. Für alle. Der Zuspruch in der Bevölkerung ist groß. Hallo, ich grüße Sie. Versorgt werden hier ca. 1800 Patienten. Es sind 2 Ärzte und eine Weiterbildungsassistentin. Und die Mitarbeiter, Frau W., unterstützen Sie mich mal, wie viele Mitarbeiter sind Sie hier? 6? 6 Mitarbeiter. Die zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Praxis, die mit aufgenommen wurde, gearbeitet haben. Eine neue, moderne Praxis auf dem Land, das ist selten. Hätten Sie das vor 20 Jahren mal gedacht, dass Sie mal Landarzt mit Filialen würden? Nein, das war weder geplant, noch hätte ich es gedacht. Und schon gar nicht hätte ich gedacht, dass ich den Schöppenstädtern helfe, hier nochmal eine Praxis weiterzuführen. Und da keiner den Mut hatte, das umzusetzen, habe ich es dann gemacht. Nächster Einsatz für das Team von Christoph 30. In Lengede ist ein Mann zusammengebrochen. Ausgerechnet in der Praxis eines Hausarztes. Der fordert nun Unterstützung an. Ein Notarzt am Boden steht nicht zur Verfügung. Die Leitstelle schickt den Hubschrauber, da er am schnellsten vor Ort sein kann. Ist das eine Arztpraxis oder was? Ja. 20 Kilometer Luftlinie sind es bis zum Einsatzort. Das kann von einem ganz normalen Kreislaufbeschwerden sein, diese ohne weiteren Krankheitswert vorkommen, bis hin zu einer Synkope, Herzrhythmusstörung oder es kann auch eine Reanimationssituation sein, dass der Patient als Symptom kollabiert ist und jetzt immer noch da liegt und reanimiert werden muss. Also ist auch ergebnisoffen im Moment. Aber die Kirche ist nicht ganz schlecht. Ja, als Örtlichkeit. Das ist schon jemand hier hinter der Kirche, dieses Haus da, ne? Ja, ne? Nee, hier war ich noch nicht. Ein Rettungswagen mit 2 Sanitätern trifft gleichzeitig mit der Hubschrauber-Crew ein. Gemeinsam gehen sie in die Arztpraxis. So, was ist denn passiert? Der Patient ist hier in der Anmeldung einfach kollabiert. Der Kreislauf kollabiert. Herr Lehmann, wir drehen Sie einmal auf den Rücken, ja? Nehmen wir das Kopfkissen mal da drunter. Oskar Lehmann ist bei Bewusstsein, reagiert aber nicht. Herr Lehmann, haben Sie irgendwo Schmerzen? Herz und Kreislauf sind okay. Jetzt im Moment durch die Vorarbeit von den Kollegen ist alles soweit in trockenen Tüchern und ich denke im Moment keine Lebensbedrohung da. So, danke. Was der Patient hat, ist unklar. Hier kann er nicht bleiben. Also muss er ins Krankenhaus. Die Sanitäter bringen ihn in den Rettungswagen, kurz RTW. So. Müssen Sie dann gleich mit? Nein, wir schicken den Patienten mit den RTW-Kollegen ins Krankenhaus und gucken uns jetzt noch einmal die Vitalparameter an. Und wenn das alles stabil ist, dann begleite ich den Patienten auch nicht. Inzwischen ist Oskar Lehmann ansprechbar. Es war nur ein bisschen schlecht, kalter Schweiß.
der oder Schweiß, der ausgebrochen ist. Und dann wurde mir schlecht, dann weiß ich nichts mehr. War wohl nur ein kleiner Kreislaufkollaps. Los geht's. Ohne Blaulicht. Man steckt vorher nicht drin. Insofern war es richtig anzurufen, die Alarmierung so zu machen. Jetzt im Nachgang ist man immer schlauer. Jetzt weiß man, wäre so jetzt nicht zwingend erforderlich gewesen. Aber vor einer halben Stunde wusste das noch keiner. Christoph 30 hebt wieder ab. Zum nächsten Einsatz. Hier hatte die Leitstelle erstmal nur einen Krankenwagen mit Sanitätern losgeschickt. Doch die Sanitäter fordern nun nachträglich den Notarzt an. Wieder ist am Boden keiner in der Nähe. Richtig, ich würde vorschlagen, wir fahren mal zum Ortseingang Richtung Sitte raus und stellen uns da irgendwo am Feldweg an die Seite. Ja, gut. Der Rettungswagen wartet schon. Die Kollegen vom RTW, jetzt ohne Notarzt, haben festgestellt, dass der Patient sehr niedrigen Blutdruck hat und haben uns jetzt nachgefordert, weil ihm das offensichtlich nicht geheuer ist. Krankenwagen und Rettungshubschrauberbesatzung treffen sich auf der Landstraße bei Kremlingen. Ja, mal gucken. Der erste Wert, den wir hatten, war 65 zu 50. Daraufhin haben wir die Schocklage gemacht. Jetzt machen wir auch hier vor Ort gar nicht mehr viel. Jetzt machen wir uns auf den Weg ins Krankenhaus, weil ich weiß ganz genau, mit den Zugängen ist schwierig. Insofern. Bitte? Kann ich mal ein bisschen runter machen? Arme können Sie runter machen, ja. Ich gucke ihn noch einmal hier oben am Hals. Drehen Sie den Kopf mal zur Seite, Herr Bühren. Den kann ich dir den mal eben kurz geben. Tobias Hüttner will keine Zeit mehr auf der Straße verlieren. Mit Blaulicht geht es zur Klinik. Der Notarzt lässt den Patienten nicht aus dem Auge, erledigt aber gleichzeitig den lästigen Schreibkram. Alarmierungsuhrzeit, Eintreffzeit am Patienten, Datum, von wo nach wo, welches Personal, also unsere beiden Daten kommen da rein. Und dann die kurze Anamnese vom Patienten, was los ist und die Vitaldaten, Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Keine Lebensgefahr. Tobias Hüttner bleibt gelassen. Er kennt den Patienten und dessen Erkrankungen. So stabil, wie ich Herrn Bühren schon lange kenne. Das ist halt eine Ausnahme, dass das ein Patient ist, den ich seit einem halben Jahr kenne. Insofern war ich da auch wenig beunruhigt, obwohl es ihm nicht gut geht. Ja. Ist jetzt stabil und jetzt ist er stabil, auf jeden Fall. In der Klinik übergibt er den diensthabenden Ärzten auch die Protokolle aus dem Rettungswagen. Dann ist auch dieser Einsatz für die Crew von Christoph 30 zu Ende. Einer von knapp 1500 Flügen jedes Jahr. Tendenz steigend, bei immer mehr Notrufen und immer mehr kleineren internistischen Fällen. Das trifft ja alle sozusagen. Das trifft die Bodenrettung, das trifft den Hubschrauber, das trifft die Feuerwehr, die Polizei. Da sind wir ja nicht ausgenommen. Von daher, das muss man einfach so hinnehmen. Darüber zu sinnieren wäre jetzt auch müßig. Die Leitstelle entscheidet, wir arbeiten den Einsatz ab, so professionell wie es geht, und dann ist das für uns erledigt. Jeder Alarm ist eine Überraschung für die Besatzung von Christoph 30. Mal Hausarztersatz, mal schwerer Unfall. Häufig geht es um Leben und Tod. Aber längst nicht immer. Ich mache jetzt hier Protokoll und dann machen wir wieder den Abflug. Genau. Ja, hab ich schon gehört. Alles klar? Tschüss. Ja, wie stellt sich der Fall dar? Nicht so dramatisch, wie es am Anfang möglich gewesen wäre. Die Patientin ist kreislaufstabil, hat seit mehreren Tagen wenig gegessen und getrunken. Insofern wird da eine leichte Flüssigkeitsmangel vorliegen. Vermutlich einfach nur zu wenig getrunken. Rettungswagen und Hubschraubercrew rücken wieder ab. Auch bei diesem Alarm gab es keine Alternative zum Hubschrauber, weil kein anderer Arzt in der Nähe war. Um Leben und Tod geht es längst nicht bei jedem Einsatz von Tobias Hüttner. Ja, alles klar. Da ist
sind Bagatellfälle dabei, weil es vorher nicht absehbar ist. Andererseits ist die Bagatelle ja auch für den, der anruft, nicht immer eine Bagatelle. Und so wie es vielleicht früher anekdotisch berichtet wird in den 60ern, wo man nur auf der Autobahn war, das ist einfach nicht die Realität. Eine Ursache? Der Ärztemangel auf dem Land. Im Südosten Niedersachsens, in der Gemeinde Schöppenstedt, besuchen wir eine der wenigen Arztpraxen. Ein Internist hatte hier 35 Jahre lang Patienten behandelt. Doch jetzt macht Dr. Ulrich Sievers zu. Das war dann hier so EKG-Raum und hier hat man früher mal sogar noch geröntgt. Lange hatte er nach einem jungen Arzt gesucht. Vergebens. Waren Sie da so ein bisschen geschockt, als Sie keinen Nachfolger gefunden haben? Ja, ich hatte ja Zeit genug, mich darauf einzustellen. Also mir war klar, seit 2 Jahren etwa, dass ich keinen Nachfolger finde. Was haben Sie gedacht darüber? Ja, schade ist, ja. Auch abends und an Wochenenden war der 70-Jährige stets für seine Patienten da. Ja gut, ich bin eigentlich so ein aussterbendes Modell, nicht? Dass ich das hier so alleine so lange gemacht habe. Nicht? Und junge Kollegen denken da anders. Ne? Geht das dann auch um Nachtdienste, Wochenenddienste und solche Geschichten? Das ist ein abschreckendes Beispiel. Wenn man hier, früher mussten wir einen Wochenenddienst machen, so alle 4, 5 Wochen. Wieder ein Arzt weniger in Schöppenstedt. Das hat Folgen. Patienten gehen dann schneller ins Krankenhaus als Notfall. Nicht? Und die Notärzte werden auch häufiger gerufen. Das höre ich auch so, ja. Das ist die Folge davon. Und immer mehr Leute rufen schon bei Kleinigkeiten den Notarzt. Christoph 30 ist schon wieder in der Luft. Hier, Parkplatz hier hinten, da kommst du doch direkt raus, wenn ich das... Hubschrauber-Crew ein. Gemeinsam gehen sie in die Arztpraxis. So, was ist denn passiert? Der Patient ist hier in der Anmeldung einfach kollabiert. Der Kreislauf kollabiert. Herr Lehmann, wir drehen Sie einmal auf den Rücken, ja? Nehmen wir das Kopfkissen mal da drunter. Oskar Lehmann ist bei Bewusstsein, reagiert aber nicht. Herr Lehmann, haben Sie irgendwo Schmerzen? Herz und Kreislauf sind okay. Jetzt im Moment durch die Vorarbeit von den Kollegen ist alles soweit in trockenen Tüchern und ich denke im Moment keine Lebensbedrohung da. So, danke. Was der Patient hat, ist unklar. Hier kann er nicht bleiben. Also muss er ins Krankenhaus. Die Sanitäter bringen ihn in den Rettungswagen, kurz RTW. So. Müssen Sie dann gleich mit? Nein, wir schicken den Patienten mit den RTW-Kollegen ins Krankenhaus und gucken uns jetzt noch einmal die Vitalparameter an. Und wenn das alles stabil ist, dann begleite ich den Patienten auch nicht. Inzwischen ist Oskar Lehmann ansprechbar. Es war nur ein bisschen schlecht kalter Schweiß, oder Schweiß, der ausgebrochen ist. Und dann wurde mir schlecht, dann weiß ich nichts mehr. War wohl nur ein kleiner Kreislaufkollaps. Los geht's. Ohne Blaulicht. Man steckt vorher nicht drin. Insofern war es richtig anzurufen, die Alarmierung so zu machen. Jetzt im Nachgang ist man immer schlauer. Jetzt weiß man, wäre so jetzt nicht zwingend erforderlich gewesen. Aber vor einer halben Stunde wusste das noch keiner. Christoph 30 hebt wieder ab. Zum nächsten Einsatz. Hier hatte die Leitstelle erstmal nur einen Krankenwagen mit Sanitätern losgeschickt. Doch die Sanitäter fordern nun nachträglich den Notarzt an. Wieder ist am Boden keiner in der Nähe. Richtig, ich würde vorschlagen, wir fahren mal zum Ortseingang Richtung Witte raus und stellen uns da irgendwo am Feldweg an die Seite. Ja, gut. Der Rettungswagen wartet schon. Die Kollegen vom RTW, jetzt ohne Notarzt, haben festgestellt, dass der Patient sehr niedrigen Blutdruck hat und haben uns jetzt nachgefordert, weil ihm das offensichtlich nicht geheuer ist. Krankenwagen und Rettungshubschrauberbesatzung treffen sich auf der Landstraße bei Kremlingen. Ich mal das Kopf da
mal ein bisschen vor. Ja, mal gucken. Der erste Wert, den wir hatten, war 65 zu 50. Daraufhin haben wir eine Schocklage gemacht. Und jetzt machen wir auch hier vor Ort. Dienig ist Christoph 30 schon wieder startklar. Die Sonne scheint, es wird schon fast zu warm zum Arbeiten. Also da macht es Ihnen auch Spaß. Ja. Aber auch Sturm oder Schlechtwetter hat auch seinen Reiz. Also es ist eigentlich immer Spaß. Wie angstvoll darf man denn überhaupt sein als Pilot? Ja, Angst, ich sag mal, Angst ist ja eine natürliche Abwehr eines Menschen. Also eine gewisse Angst in gewissen Situationen sollte dann schon einen davor bewahren, dass man irgendwelchen Blödsinn macht. Respekt ist vielleicht besser ausgedrückt als Angst. Also ängstlich sollte man nicht sein. Ich meine, ich habe zwar Höhenangst, das glaubt mir keiner. Im Hubschrauber ist das was anders. Aber hier vorne an die Dachkante gehen von dem Dachlandeplatz ist nicht mein Ding. Nach einer Stunde und 15 Minuten ist der Einsatz beendet. Es geht zurück zum Hangar in Wolfenbüttel. Hier verbringt die Crew viele Stunden in Bereitschaft. Das schweißt zusammen. Das Ampullarium ist im Zulauf. Das Ampullarium ist im Zulauf, genau. Da ist jetzt die Mail gekommen. Wir haben das alte, das steht zwischen, das Blaue. Zwischen der Trage und dem Sitz. Aber auch beim Essen sind die drei jederzeit auf Abruf. Manchmal ist es aber auch so, dass es wirklich denken, oh, heute Motorradwetter, da knallt es an allen Ecken und Enden und dann fahren sie alle sinnig und dann denken wir wieder, bei dem Wetter fährt eh keiner und dann passieren wieder Unfälle oder auch, das ist ganz unterschiedlich. Man kann also nicht sagen, wenn es glatt ist draußen, dass viele Unfälle passieren oder die Leute krank werden. Was man manchmal merkt, da kann aber Dr. Hübner sicherlich mehr darüber erzählen, das ist, wenn so eine Kaltfront durchgeht, dass die Herzerkrankungen zunehmen. Das sind also Leute, die dann empfindlicher reagieren anscheinend und dann so Herzinfarktanzeichen deutlich häufiger kommen. Liegt auch am demografischen Wandel, dass einfach viel mehr internistische Krankheitsbilder auftreten bei der älter werdenden Bevölkerung und Unfälle sind einfach seltener. Insofern ist das auch unser Tagesgeschäft. Stippvisite im Klinikum Braunschweig. Patientin Müsseyen Palakdemir geht es auf der Station schon besser. Sie soll morgen entlassen werden. Nach all den Untersuchungen, die wir jetzt bisher gemacht haben, scheint es nicht so schlimm zu sein. Die Herzenzyme sind normal. Die 74-Jährige hatte nichts, war aber besorgt. Links Arm, dolle Schmerzen. Seit Sonntagabend. Der Landärztemangel hat immer größere Auswirkungen auf die Krankenhäuser in der Region. Wir spüren den dadurch, dass die Versorgung der Patienten vor Ort natürlich nicht mehr so gesichert ist. Die hausärztliche Versorgung wird immer mehr Dr. Klaus-Peter Broker war 15 Jahre lang Einzelkämpfer. Dann fand er eine Lösung. Er gründete 3 Filialen und stellte junge Ärzte als Angestellte ein. Er bemerkte, es ist einfacher, Angestellte als selbstständige Ärzte zu finden. Im Angestelltenverhältnis ist der Einstieg in so ein verantwortungsvolles Arbeitsgebiet natürlich sehr viel leichter zu machen. Ne? Man muss sich um die betriebswirtschaftlichen Fragen und verwaltungstechnischen Fragen nicht so kümmern. Das Personal ist da, man hat Kollegen. Für ihn ein Modell mit Zukunft. Mehrere Teilzeitärzte arbeiten jetzt auf einer Stelle. So, ich fahre jetzt, ja? Wunderbar. Zum Hausbesuch. Kam noch was? Ja. Dafür ist Klaus-Peter Brucker jetzt mehr unterwegs, besucht die anderen Standorte und macht wieder mehr Hausbesuche. Aber da die Zeit nicht mehr so drückt wie zu Zeiten, als ich alleine unterwegs war, geht das alles. Er fährt mit uns nach Schöppenstedt. 16 Kilometer entfernt von seiner ersten Praxis in Kremlingen. Hier hat er eine neue Filiale eröffnet. Und auch Dr. Ulrich Sievers mit eingebunden, der erst vor wenigen Wochen seine eigene Praxis im Ort aufgegeben hatte. Er hilft für einige Monate aus. Als Angestellter. Das ist das Ärzte-Team jetzt hier, oder? Ja. Mhm. Genau. Sind Sie jetzt hier in diesen Räumen? Seit 3 Tagen. Ja. Ganz neu. Ganz neu. Ganz neu. Ja. Für alle. Der Zuspruch in der Bevölkerung ist groß. Hallo.
versorgt werden hier ca. 1800 Patienten. Es sind zwei Ärzte und eine Weiterbildungsassistentin. Und die Mitarbeiter, Frau W., unterstützen Sie mich mal, wie viele Mitarbeiter sind Sie hier? Sechs? Sechs Mitarbeiter. Die zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Praxis, die mit aufgenommen wurde, gearbeitet haben. Eine neue, moderne Praxis auf dem Land, das ist selten. Hätten Sie das vor 20 Jahren mal gedacht, dass Sie mal Landarzt mit Filialen würden? Nein, das war weder geplant, noch hätte ich es gedacht. Und schon gar nicht hätte ich gedacht, dass ich den Schöppenstädtern helfe, hier nochmal eine Praxis weiterzuführen. Und da keiner den Mut hatte, das umzusetzen, habe ich es dann gemacht. Nächster Einsatz für das Team von Christoph 30. In Lengede ist ein Mann zusammengebrochen. Ausgerechnet in der Praxis eines Hausarztes. Der fordert nun Unterstützung an. Ein Notarzt am Boden steht nicht zur Verfügung. Ich weiß, der ausgebrochen ist. Und dann wurde mir schlecht, dann weiß ich nichts mehr. War wohl nur ein kleiner Kreislaufkollaps. Los geht's. Ohne Blaulicht. Man steckt vorher nicht drin. Insofern war es richtig anzurufen, die Alarmierung so zu machen. Jetzt im Nachgang ist man immer schlauer. Jetzt weiß man, wer. So jetzt nicht zwingend erforderlich gewesen, aber vor einer halben Stunde wusste das noch keiner. Christoph 30 hebt wieder ab. Zum nächsten Einsatz. Hier hatte die Leitstelle erstmal nur einen Krankenwagen mit Sanitätern losgeschickt. Doch die Sanitäter fordern nun nachträglich den Notarzt an. Wieder ist am Boden keiner in der Nähe. Richtig, ich würde vorschlagen, wir fahren mal zum Ortseingang Richtung Witte raus und stellen uns da irgendwo am Feldweg an die Seite. Ja, gute Idee. Der Rettungswagen wartet schon. Die Kollegen vom RTW, jetzt ohne Notarzt, haben festgestellt, dass der Patient sehr niedrigen Blutdruck hat und haben uns jetzt nachgefordert, weil ihm das offensichtlich nicht geheuer ist. Krankenwagen und Rettungshubschrauberbesatzung treffen sich auf der Landstraße bei Kremlingen. Ja, der erste Wert, den wir hatten, war 65 zu 50. Daraufhin haben wir eine Schocklage gemacht. Und jetzt machen wir auch hier vor Ort gar nicht mehr viel. Jetzt machen wir uns auf den Weg ins Krankenhaus. Weil ich weiß ganz genau, mit den Zugängen ist schwierig. Insofern. Bitte? Kann ich Arme ein bisschen runter machen? Arme können Sie runter machen, ja. Ich gucke ihn noch einmal hier oben am Hals. Drehen Sie den Kopf mal zur Seite, Herr Bühren. Kann ich dir den mal eben kurz geben? Tobias Jüttner will keine Zeit mehr auf der Straße verlieren. Mit Blaulicht geht es zur Klinik. Der Notarzt lässt den Patienten nicht aus dem Auge, erledigt aber gleichzeitig den lästigen Schreibkram. Alarmierungsuhrzeit, Eintreffzeit am Patienten, Datum, von wo nach wo, welches Personal, also unsere beiden Daten kommen da rein. Und dann die kurze Anamnese vom Patienten, was los ist und die Vitaldaten, Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Keine Lebensgefahr. Tobias Jüttner bleibt gelassen. Er kennt den Patienten und dessen Erkrankungen. So stabil, wie ich Herrn Bühren schon lange kenne, das ist halt eine Ausnahme, dass das ein Patient ist, den ich seit einem halben Jahr kenne. Insofern war ich da auch wenig beunruhigt, obwohl es ihm nicht gut geht. Ja. Ist jetzt stabil und jetzt ist er stabil, auf jeden Fall. In der Klinik übergibt er den diensthabenden Ärzten auch die Protokolle aus dem Rettungswagen. Dann fand er eine Lösung. Er gründete drei Filialen und stellte junge Ärzte als Angestellte ein. Er bemerkte, es ist einfacher, Angestellte als selbstständige Ärzte zu finden. Im Angestelltenverhältnis ist der Einstieg in so ein verantwortungsvolles Arbeitsgebiet natürlich sehr viel leichter zu machen. Ne? Man muss sich um die betriebswirtschaftlichen Fragen und verwaltungstechnischen Fragen nicht so kümmern. Das Personal ist da, man hat Kollegen. Für ihn ein Modell mit Zukunft. Mehrere Teilzeitärzte arbeiten jetzt auf einer Stelle. So, ich fahre jetzt, ja? Wunderbar. Zum Hausbesuch. Dafür ist Klaus-Peter Brucker jetzt mehr unterwegs.
besucht die anderen Standorte und macht wieder mehr Hausbesuche. Aber da die Zeit nicht mehr so drückt wie zu Zeiten, als ich alleine unterwegs war, geht das alles. Er fährt mit uns nach Schöppenstedt, 16 Kilometer entfernt von seiner ersten Praxis in Kremlingen. Hier hat er eine neue Filiale eröffnet. Und auch Dr. Ulrich Sievers mit eingebunden, der erst vor wenigen Wochen seine eigene Praxis im Ort aufgegeben hatte. Er hilft für einige Monate aus, als Angestellter. Das ist das Ärzteteam jetzt hier, oder? Ja. Ja. Mhm. Genau. Seit wann sind Sie jetzt hier in diesen Räumen? Seit 3 Tagen. Ja. Ganz neu. Ganz neu, ja. Für alle. Der Zuspruch in der Bevölkerung ist groß. Hallo, ich grüße Sie. Versorgt werden hier ca. 1800 Patienten. Es sind 2 Ärzte und eine Weiterbildungsassistentin. Und die Mitarbeiter, Frau W., unterstützen Sie mich mal. Wie viele Mitarbeiter sind Sie hier? 6? 6 Mitarbeiter. Die zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Praxis, die mit aufgenommen wurde, gearbeitet haben. Eine neue, moderne Praxis auf dem Land. Das ist selten. Hätten Sie das vor 20 Jahren mal gedacht, dass Sie mal Landarzt mit Filialen würden? Nein, das war weder geplant, noch hätte ich es gedacht. Und schon gar nicht hätte ich gedacht, dass ich den Schöppenstädtern helfe, hier nochmal eine Praxis weiterzuführen. Und da keiner den Mut hatte, das umzusetzen, habe ich es dann gemacht. Nächster Einsatz für das Team von Christoph 30. In Lengede ist ein Mann zusammengebrochen. Ausgerechnet in der Praxis eines Hausarztes. Der fordert nun Unterstützung an. Ein Notarzt am Boden steht nicht zur Verfügung. Die Leitstelle schickt den Hubschrauber, da er am schnellsten vor Ort sein kann. Es ist auf dem Land. Das ist selten. Hätten Sie das vor 20 Jahren mal gedacht, dass Sie mal Landarzt mit Filialen würden? Nein, das war weder geplant, noch hätte ich es gedacht. Und schon gar nicht hätte ich gedacht, dass ich den Schöppenstädtern helfe, hier nochmal eine Praxis weiterzuführen. Und da keiner den Mut hatte, das umzusetzen, habe ich es dann gemacht. Nächster Einsatz für das Team von Christoph 30. In Lengede ist ein Mann zusammengebrochen. Ausgerechnet in der Praxis eines Hausarztes. Der fordert nun Unterstützung an. Ein Notarzt am Boden steht nicht zur Verfügung. Die Leitstelle schickt den Hubschrauber, da er am schnellsten vor Ort sein kann. Ist das eine Arztpraxis oder was? Ja. 20 Kilometer Luftlinie sind es bis zum Einsatzort. Das kann von einem ganz normalen Kreislaufbeschwerden sein, diese ohne weiteren Krankheitswert vorkommen, bis hin zu einer Synkope, Herzrhythmusstörung oder es kann auch eine Reanimationssituation sein, dass der Patient als Symptom kollabiert ist und jetzt immer noch da liegt und reanimiert werden muss. Also ist auch ergebnisoffen im Moment. Aber die Kirche ist nicht ganz schlecht. Ja, als Örtlichkeit. Das ist schon jemand hier hinter der Kirche, dieses Haus da, ne? Ja, ne? Nee, hier war ich noch nicht. Ein Rettungswagen mit 2 Sanitätern trifft gleichzeitig mit der Hubschrauber-Crew ein. Gemeinsam gehen sie in die Arztpraxis. So, was ist denn passiert? Der Patient ist hier in der Anmeldung einfach kollabiert. Der Kreislaufkollaps. Herr Lehmann, wir drehen Sie einmal auf den Rücken, ja? Nehmen wir das Kopfkissen mal da drunter. Oskar Lehmann ist bei Bewusstsein, reagiert aber nicht. Herr Lehmann, haben Sie irgendwo Schmerzen? Herz und Kreislauf sind okay. Jetzt im Moment durch die Vorarbeit von den
Kollegen ist alles soweit in trockenen Tüchern und ich denke im Moment keine Lebensbedrohung da. So, danke. Was der Patient hat, ist unklar. Hier kann er nicht bleiben. Also